Ach, da ist meine Waffe. Ja, ich hab glaube ich alle dabei. Ich habe alle dabei. Ich stelle kurz einen Anvil her. Glaube ich einfach. Schmeiß ich dir das hin? Oder muss ich den in die Hand nehmen? Den musst du auf jeden Fall in der Hand dann lassen, den Anvil. Hier, jetzt schmeiße ich hier das Eisen hin. Bitteschön. Weißt du, 109 Eisen. Blub! Ist nicht schwer oder so, ich. So. So, ich hab's gekräftet. Ich stell das Ding mal hier hin und guck mal rein. Holder! Hunting Knife. Basic Spear, Regular Short Sword, Kartoffel. Achso, du hast das Ding jetzt auch gecraftet, diesen Metall Workstation? Ja, genau. Ah, ja, geil, da haben wir es zweimal. Ja, müssen wir. Also achso, es war gar keine Quest mehr. Wir haben keine Quest mehr. Es war nicht mehr Teil der Quest, aber vielleicht geht die Quest irgendwie weiter, keine Ahnung. Egal, stell dir auch noch eins hin. Wir müssen eh noch, auch noch mindestens. Kannst du noch einen normalen Anvil machen? Einen normalen, ne? So ein Anvil. Oh, was ein Amboss. Thunder Punch. Weil du hast. Kann man jetzt hoffen. Du hast nämlich gerade das ganze Eisen dabei. Kannst du einen Anvil noch machen? Für was brauchen wir so viele? Oder was bringt der? Das im Anvil kann man, also das brauchen wir auch. Das ist die Unterform von dem Ding, damit wir unsere Sachen verbessern können. Achso, okay. Dann mache ich jetzt gerade nochmal ein Amboss zuerst. Ein normales Amboss, genau. Ich weiß noch nicht, was man da extrem viel mehr oder weniger, aber wir brauchen einfach noch einen Amboss. We need an Amboss. Wir müssen das auch ein bisschen irgendwie schöner hinsetzen. Das langsam wird alles. Stell's mal kurz hin, dass ich. Ja. Spazieren her. Warte mal, ich will übrigens gerade mal. Nee, ach so, ist das Hunger? Ich weiß gar nicht. Na, Hunger. Kurz überlegen, wo setze ich es hin? Machst du einfach irgendwo hin und dann ess was? Ich will nicht. Nee, du könntest ein bisschen später eh noch umräumen. Mach's hier drüben hin, hier. Hier sieht's nicht gut aus. Nein. Okay, geh weg. Achtung. Weg. Weg, 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 weg. Kannst du mir das Iron geben? Nein. Na, was? Gib ich nie, nee, gib ich nie. Oh, wie er seine Axt wegschmeißt. Danke. Okay. Wo ist die Axt? Hinter dir? Ah, ja. Bei dem einen, genau. Bei dir. Was ist das für eine Axt? Bin ich gar nicht. So, was, wer piepst denn? Boah. Bin ich das? Das bist du. Ja. Ich. Guck, mein Bogen. Guck mal. Ich hab gar keine Anzeige. Das ist nur das Essen. Kann man seinen Bogen verbessern? Ja, ich schmeiß jetzt das Eisen wieder her. Dann kannst du deinen Bogen auch verbessern, aber ess erstmal was. Oder soll ich hier eine Granate reinschmeißen? Wäre auch eine Idee. Ich hebe erstmal das Eisen auf, bevor das noch verschwindet oder so. Hier liegt's. Guck mal, da. Genau da. Da. Jawohl, hast du das am endlich. Gemacht, ist das diese Bogenverbesserung? Ja, genau, habe ich hier am Amboss gemacht. Ich weiß grad, was verlangt es? 15 Eisen war es, schon ziemlich viel. Pixels. Aber jetzt haben wir, aber bessere Bögen sind schon ja, nicht schlecht, oder? Also das kann man nicht sagen. Schaden tut es auf keinen Fall. Boah, Diamond. Ich hab Pickaxe, geil. Jetzt können wir hier eigentlich die nächste Axt machen, ne? Was ist Apex? Genau. Die nächste ist die Kupfer-Axt, die wir jetzt brauchen. Ah, das wird nicht angezeigt, weil ich gerade kein Kupfer dabei habe, okay. Ich mal kurz meinen neuen Bogen in die Hand, geil. Wupp. Wupp. Guck mal, hier ist die Kupfer-Axt. Sieht irgendwie kaputt aus. Oh, ging das schnell. Wenn du jetzt irgendwo dran schießt, dann siehst du es so rausspritzen. Siehst du das? Zack. Zeig mal, warte, zeig, mach nochmal. Geil. Ob man damit auch abbauen kann? Ja, aber nicht. Ich habe das Kupfer wieder hier in die Truhe gelegt, da kannst du auch wieder das Iron reinlegen. Der Amboss macht doch genau das gleiche wie der Amboss hier, oder irre ich mich jetzt gerade? Also, ich glaube, dass dieser glühende Amboss... Der muss ja irgendeinen Vorteil haben. Der macht wahrscheinlich unten, ne? Ich weiß es nicht. Was ist das Starman? Ich hatte der Use this upgrade my ship's engine allowing to fly into the Beta-Sektor. Alter, das können wir hier craften. Mach mal, crafte mal eins. Und gib mir dann bitte auch das Iron. Kann ich auch eins machen. Man kann immer nur eins machen. Warte, ich geb dir jetzt das Eisen. Da können wir das, unser Raumschiff funktionierend machen. Wir haben jetzt nur noch 50 Eisen. Ja, wir sind cool. Das darfst du nicht vergessen, dass wir ziemlich cool sind. Ich hab's. Wir können unsere Schiffe wieder. Ja, hier. Sollen wir es gleich mal austesten? Aber vielleicht finden wir nie wieder zurück. Ich teste. Pass auf. Ich nehme es mal in die Hand. Ah. Muss einfach nur mit Linksklick. Star Map updated. New data has been uploaded to your ship's navigation system. Select the beta sector from the top of the Navigator when in. Okay. Ich leg alles zurück, ne? Die wichtigen Sachen sind wieder hier drin, wenn du was brauchst. Star Map updated. Bla bla bla. Okay, das gleiche, was du vorgelesen hast, nehme ich an. Okay.
Gucken wir mal, was das, was die nächste Verbesserung für unsere Axt wäre. Ich nehme einfach meinen ganzen Scheiß. Ich brauche das Eisen. Ich habe immer noch keine Ding-Axt. Kupfer brauchst du, warte. Hier, ich mache wieder alles rein. Das nächste ist, wie gesagt, Kupfer. Und danach Silber. Aber Silber haben wir jetzt nur noch. Ach, okay. Silber haben wir auch noch genug. Wir können so direkt uns. Kupfer. Dann mache ich das jetzt kurz hier rein. The Kacker. Kacker. Sugar. Boah, ist die fett, ey. Die Kupferding schon. Copper. Ich mache mir danach direkt ein Silberding. Ein Silberschniedel. Mit Rüstung können wir uns hier dann endlich machen. Oh, stimmt. Hier ganz unten haben wir sämtliche Rüstungen. Ja, lass mal kurz gucken, was wir alles hier jede Menge Eisen kosten. Eisen oder auch Ding? Ich sehe Stahl. Wir müssen Stahl noch herstellen. Können wir aus dem. Deal bad. Wie können wir denn. Deal Block. Wie geht also das? Aus. Wood Planks machen. Copper Pickaxe. Craft. Wir uns gleich die nächste Pickaxe draus machen. Ja, genau. Ich mache jetzt gerade eine Silber. So. Und ich schmeiße dir hin. Ich gebe dir das Silber wieder. Da ist es drin in der Truhe. Moment, gleich Silber. Was kommt nach dem Silber? Gucken wir mal. Silber wieder reinschmeißen. Platinum oder sowas? Gold kommt danach, aber Gold haben wir nur genug, dass es für einen reicht. Ja, mit zwei Silberäxten können wir auch extrem lange handwerken. Aber ich würde es jetzt so gerne ausprobieren, wie wir jetzt abbauen. Wie schnell? Ja gut, dann mach du dir noch eine Gold. Dann hast du die Goldaxt dabei. Nee, dann bist du der Goldige. Genau, mit der Axt. Wie schnell es geht. Achso, ja, machen wir. Ah, warte mal, holt mir denn noch irgendwas? Ich überlege gerade. Wir können hier unten bei uns mal drin versuchen, etwas abzubauen. Hier, wir können ja noch einen Keller machen. Oh, guck mal. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja, ist ein Unterschied wie Tag und Tag. Jetzt können wir vielleicht auch den Scheiß hier abbauen von denen. Die sagen, dass wir die Außenhaut nicht Eis lassen, sondern hier mit diesem Eisen oder was das ist hier aushöhlen. Das hat ewig, das dauert jetzt auch lang, aber das geht jetzt 100-mal schneller wie der Steinaxt auf jeden Fall. Was ist das Grüne hier? Ich baue jetzt das Grüne, aber ich will wissen, was das für Grüne und das Schlibberzeug ist. Junk Tech. Junk TV. Junk TV. Krass, haben sie von uns gekauft. In dieser Folge noch die Pimmel will. Für Junk TV Killer wird euch erklären. Nee, Quatsch. Also nochmal. Für diejenigen, die es immer noch nicht verstanden haben, ihr habt immer noch nicht kommentiert. Also, lasst es so oft, bis ihr kommentiert. Junk TV, neuer Kanal. Jetzt kommentiert doch mal, Mensch. Bei deiner Animation. Nee. Ah, okay, stimme ich ziemlich weit links schon davon. Okay. Da unten dieser Stromgenerator. Hier ist Crank. Ich will jetzt unter den Stromgenerator. Man doch bestimmt jetzt eine Mob-Falle damit bauen, wenn man irgendwie die Apparatur baut. Die Apparatur. Kann man das mit dem Amboss auch reparieren, Nagst? Weil es wäre schade, wenn du jedes Mal von vorne anfangen müsstest zu craften, weißt du? Ja, also du kannst auf jeden Fall, was ich jetzt wohl gemerkt habe, ist, dass wenn die Axt angefistet ist, auch schon fast leer ist, kannst du anscheinend dennoch dir eine neue herstellen daraus und die ist dann wiederum voll. Aber du musst trotzdem den Schritt gehen, ins nächste Axtlevel zu kommen praktisch. Wenn du das höchste Axtlevel hast, dann bist du das geschissen wahrscheinlich. Vorne anzufangen irgendwann. Möglich. Vielleicht kann man doch irgendwie reparieren. Ich habe meine andere Axt, ich habe die immer noch. Um jetzt hier den Kackstein abzubauen, also das Eisen, Eis und sowas, mache ich mit der noch. Die ist nämlich noch nicht komplett kaputt. Du kennst mich ja, wenn ich erstmal leer mache, da. Ich sehe gerade, ich hab immer einen Backpack, also auf der anderen Seite, wo die Mineralien sind, habe ich ja auch noch so viel Scheiße rumfliegen. Muss ich auch noch irgendwann mal einsortieren. Wo ist das Zeug, was ich jetzt gerade abbaue? Würde ich gerne wissen. Wall Panel, das ist da, 247. Da würde ich gerne unser Haus damit aushöhlen, weil das sieht einfach ein bisschen besser aus, wie einfach nur Schneematsche. Wie dieses Slush. Auf jeden Fall. Weil eine Slush-Wand ist Halle. Das Wahre. Ich möchte sie aus Slushy herstellen, die Wand. Trägt die Barbara immer so gern. Das Päpschen. Barbara Bobs. So, ich putte mich gerade nach unten völlig behindert, wie ich bin. Weil ich bin mir sicher, dass da unten auch gleich, da ist bestimmt irgendwas Geiles noch, je tiefer man kommt. Das muss doch dann fetter werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, wisst, dass das so bleibt, oh, der Zustand. Da werde ich mir oben gleich mal anschauen, wie
wir da oben noch ein bisschen mehr Platz schaffen, ein bisschen mehr Wohnraum, damit man das gescheit platzieren kann. Vielleicht so eine kleine Bauecke, dann eine Lage, also so ein Lagerraum, wo die ganzen Kisten drin stehen. Ja. Vielleicht mache ich dann auch gerade mal. Vielleicht mache ich einen Raum mit einheitlichen Kisten, wo dann halt voll ist. Dass es halt schön aussieht. Und ja, mal schauen. Hier in StarCraft bist du der Profi-Bauherr. Ja. Ich bin der Forscher hier, ich buddel mich immer tiefer, ich will... Wir haben jetzt keine neue Quest, momentan sind wir questlos, im Prinzip. Ja, anscheinend geht es hier einfach nicht mehr weiter. Ich meine, es ist ja schließlich eine Beta, also ich kann, ne, vielleicht ja. Kommt ja in Zukunft noch ein bisschen mehr. Bestimmt. Sicherlich, oh Gott, wie meiner ertrinkt wieder, wie er meint, er ertrinkt. Ach, jetzt habe ich diese coolen Fackeln gesetzt, die so nach oben gehen, ne, die werde ich dann später abbauen und wieder mit hochnehmen, dann können wir die oben hinbauen, die sehen dann doch recht edel aus, die Teile. Ich geh mal wieder hoch, weil ich will mit diesen Wall-Panels jetzt nicht meine Axt ruinieren direkt. Ja. Der Weg bis zu dieser Axt kostet schon ein bisschen was. Dann wir haben jetzt auch ziemlich viel verbraucht, ne, durch das Ganze. Ja, durch die ganze Aufdings. Obwohl auch dieses blöde Teil hat auch einiges gekostet, hat da diese zwei, ne, um die UFOs zu rufen, da. Aber so an sich haben wir schon viel verbraucht, das stimmt. Alter, was war denn das? Ich habe ja gerade eben jemanden lachen gehört hier unten in der Höhle, ne, so richtig wieder. Ich so. Ach du Scheiße. Oh, schon wieder. Das ist anscheinend doch noch ein Überlebender. Alter, ich sterb gleich hier. Schick Ongschwisch! Weißt du, wie man nur eins bauen kann von irgendwas? Also, wenn ich wähle diese Wallpanel aus und ich habe dann vier Blöcke in der Hand. Also, es ist nur so ein fetten Quadrat, aber ich will jetzt nur eine. Ich weiß gerade nicht. Keine Ahnung, es muss ja irgendwie gehen, weil man ja auch einzelne Blöcke füllen kann. Oh, ich glaube, ich habe hier ein bisschen Silber gefunden. Das ist auch schön. Ich will jetzt nicht zwei verschwenden, weil dann habe ich wirklich nicht genug. Wähle ich hier wieder Snow, mach das jetzt erstmal zu. Krass, ey, wie tief ich hier komme. Ich buddel mich hier gerade im Schnee halt immer tiefer. Ich habe hier so zwar so eine Wassersäule bei mir, die mich richtig abnervt. Die werde ich jetzt hier drüben abfließen lassen. Langt mir jetzt. So. Ah, noch ein bisschen kann man sie abfließen lassen, der Jumble. Jetzt haben wir da schon alles hingebaut. Aber hier kann ich jetzt mal anfangen, hier. Da ist der wenigste Aufwand. Hier die Decke zu ersetzen mit dem Zeug. So. Ah ne, da ist ja die Decke schon irgendwie. Achso, stimmt, ich wollte uns ein wunderschönes Häusel. Vielleicht geht's einfach nicht. Das wäre bitter, weil dann. Man kann bestimmt mit irgendeinem, vielleicht mit STRG oder mit irgendeinem Knopf kann man sicherlich auch auf 1 schalten. Ah, ich sehe es gerade mit Umschreib. Okay, mit Großschreib-Taste. Ist es dann nur ein Block? Ja, ist nur einer. Cool. Ja, so ist es halt erwischt bei der Starbounder. Die haben das gut gemacht, das Spielchen. Ja, das sieht wesentlich besser aus als Außenwand, sage ich mal. Ich frage mich jetzt gerade, ob es hier auch so eine Anzeige gibt, wie bei Minecraft auch, dieses mit F3 oder F1, was man da drücken muss, damit eben diese Anzeige kommt, wie tief man ist und die Koordinaten und so. Das würde mich interessieren. Mhm. Wobei ich jetzt nicht unqualifiziert rumdrücken will, plötzlich ist alles kaputt. Ist die zweistündige Aufnahme im Eimer. Nicht mit uns. Nicht mit uns, meine Damen und Herren. Und in so Momenten ist es einfach geil, wenn man genau weiß, dass man dann stapelkonvertierungsmäßig dann arbeiten kann. Da bin ich echt froh, dass wir das damals gezeigt bekommen haben. Was ist denn das hier für ein Stein? Ah, einfach nur Kohle. Hat ewig gedauert. He can't pay, he's amazing, you know. Komm, jetzt nehme ich mal die Ultra-Axt, um mich hier ein bisschen nach oben zu buddeln. Boah, das Ding geht ab. Das ist ja gar nicht zu vergleichen mit der alten da. Da steht in keiner Relation hier zur alten. Durchgerommelt.